Hey Leute, ich mache heute ein Experiment und ihr seid sozusagen dann die Karnickel. Um was geht's? Das Intro, das ihr gerade gesehen habt, habe ich live eingespielt über OBS. Ich habe folgendes Problem. Ich würde gern mehr Content auf meinem Kanal bringen, aber ich kriege das zeitlich nicht gebacken. Also meine Videos, die ich mache, sind immer ziemlich aufwendig. Ich schneide sehr viel und dann habe ich dieses Ding mit. Ich will irgendwie Detailansichten filmen und momentan kriege ich das zeitlich nicht gebacken, denn so ein Video, was am Schluss irgendwie 20 Minuten ist, dauert 2 Tage. Also ich mache das ja nach Feierabend und dann ja, einen Tag aufnehmen, einen Tag schneiden. Und da muss man dann schon irgendwie Bock drauf haben. Zumal ich muss dann zwischendurch die Kameras umbauen. Jada, jada. Ich will jetzt nicht jammern, aber ich versuche einfach mal ein Video ohne Schnitte live aufzuzeichnen. Das heißt, vielleicht gibt es Schnitte. Das weiß ich noch nicht. Ich guck mal. Aber ich hätte gern, dass wenn ich eine Stunde Video drehe, eine Stunde Video bei rauskommt. Also dass eine Stunde Aufwand, eine Stunde Content. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also probieren wir das einfach. Und ja, bevor ich anfange, mache ich mir ein Bier auf. Ich habe nämlich Durst. Und ich habe mir irgendwann geschworen, wenn ich so Biere trinke, die mir irgendjemand geschenkt hat, und dann muss ich dafür die Kamera anmachen. Und heute ist so ein Tag, denn Benny hat mir ein Bier aus Kronburg mitgebracht, was glaube ich seine Heimat ist. Benny gehört zum Inventar bei Steam Island. Das ist ein Laden hier in der Nähe von Saarbrücken in Scheid. Und wenn ihr dort mal hinkommt und am Ende der Theke sitzt einer und hat unfassbar viel Hardware vor sich stehen, und dampft die abwechselnd, das ist Benny. Und Benny hat mir dieses Bier, das Kronburger Spezial von der Privatbrauerei Schweikart mitgebracht. Sieht so aus, wie kriegt die Kamera das hin? Ja. So ein schwäbisches Bauarbeiterbier. Kleine Brauerei. Gucken. Ich sag erstmal Prost auf euch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was dieses Experiment angeht, denn ich weiß jetzt, dass ich nicht schneiden kann oder vielleicht nur so ein bisschen schneiden kann. Prost. Malzige Richtung, bisschen säuerlich, nicht zu viel karbonatisiert. Das ist, es ist halt so typisch. Also in letzter Zeit habe ich ja so gerne irgendwie so Biere aus Deutschland, die von so kleinen Brauereien kommen. Und das waren schon immer Brauereien, die stellen halt Trinkbier her. Und Kronburger Spezial ist so ein typisches Trinkbier. Schmeckt super geil, ist super erfrischend. Und davon will man eigentlich eine Kiste zu Hause stehen haben und nicht eine einzelne Flasche. Benny, vielen Dank auf dich. Oh. So, wie mache ich das jetzt? Ach so, was dampf ich? Simon macht das am Anfang von seinen Videos immer. Was dampf ich? Ich dampf den Aromamizer Supreme RDTA V2, wie schon immer. Auf einer Box namens Magma von der Firma Thermovape. Die habe ich. Ich mache das Keyboard hier weg. Die habe ich mir gekauft, weil ich einen Mato bekommen habe. Und der Mato, das sah mit der Magman-Box, die ich habe, diese verranzte Box, das sah einfach nicht aus. Und ich fand diese Magma-Box hier. Das wäre jetzt ein Fall zum Schneiden gewesen. Das Intro war noch mit drin. Schneiden wir nicht. Oder? Nee, schneiden wir nicht. Diese Magma-Box von Thermovape, war ich ein bisschen erstaunt. Ich ging in den Offliner und habe gesagt, hier, ich habe den Mato. Ich hätte gern eine Box, auf dem der Mato cool aussieht. Und ja, da habe ich den hingestellt gekriegt und habe gesagt, hier ist deine Box. Ja,
So, plausibel, nehme ich. Ich finde die schick irgendwie. Die hätte ich gern. Und Preis war 50 Euro. Konnte ich irgendwie nicht nein sagen. Zwei Akkus gehen rein. Klappe ist hier hinten magnetisch gehalten. Das hält super gut. Die hat ein kleines bisschen Spiel, aber ich merke das normalerweise nicht. Das, was hier aussehen soll wie Holz, ist irgendwie so eine Art PVC. Also das ist jetzt nichts besonders Edles oder so. Es geht. Es fasst sich gut an, aber es ist von Holz wirklich sehr weit entfernt. Das ist ja halt so was, was man in den 70ern auf dem Fußboden hatte. Aber dafür finde ich, macht es optisch schon irgendwie was daher. Die Taster sind super schick, weil das so Edelstahl ist. Sieht man nicht, wie das früher bei so Hi-Fi-Anlagen ausgesehen hat. Sowas gefällt mir immer wahnsinnig gut. Und ein farbiges Display brauche ich eigentlich nie, aber es ist jetzt auch kein super fancy, schicke Mickey-Display oder so. Die macht von 0 bis, wo ist Schicht? Oh, 200 Watt. Also eigentlich mehr, als man irgendwann jemals brauchen könnte. Und bis jetzt muss ich sagen, bin ich erstaunt, dass die Lackierung da drauf ganz gut hält. Also ich gehe mal von aus, die ist mit irgendeinem Klarlack überzogen. Ich gehe mal nochmal zurück auf 50 Watt. Die ist mit irgendeinem Klarlack überzogen und so ein bisschen Abnutzungserscheinungen kriegst du jetzt halt hier unten, wo sie drauf steht. Aber ansonsten finde ich, ist das eigentlich eine ziemlich schicke Box. Und passt perfekt zum Mato. Ich habe den jetzt nicht hier drauf. Ich habe den Mato. Ich habe ihn noch nicht ganz in der Fuchtel. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Er hat tatsächlich eine Lernkurve. Und Topcoiler. Ich werde mit Topcoiler nicht so ganz warm. Ich habe ihn gekriegt. Haben nach dem Auspacken sofort gewickelt. Noch so in der Mittagspause in der Firma. Und das Ding lief wie die Hölle. Richtig geil. Der schmeckt sehr geil. Der hat eine super geile Airflow. Ich finde, er sieht sehr, sehr gut aus. Und nach anderthalb Tagen gab es einen Liquid-Abriss und ich konnte irgendwie nichts dran machen. Und jetzt muss ich halt mal gucken. Also ich glaube eher, dass es an meiner Wattetechnik liegt und ich da was verbockt habe, werde ich rausfinden. Keine Ahnung. Ja, der Grund, warum ich ein bisschen wenig Zeit habe, um Videos zu machen, ich kümmere mich gerne auch um viele diverse andere Dinge und da war jetzt so ein bisschen was. Wir hatten einmal den Saarlooter-Stream. Den haben viele von euch mitbekommen, denn es waren viele online, haben Geld gespendet. Da wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Ich will jetzt nicht mehr weiter mit diesem Stream nerven. Aber vielen Dank, dass ihr auf Twitch dabei wart bei den Saarlooters und habt zugeguckt und habt mitgechattet und habt echt viel Geld gespendet. Es kam über 3.500 Euro zusammen. Das war sehr, sehr großartig. Die Veranstalter des Streams, also ich habe ja eigentlich nur die Technik gemacht und habe ein bisschen die Werbetrommel gerührt, die waren ein bisschen geplättet, denn die haben mich irgendwann gefragt, sag mal, warum heißt eigentlich hier jede zweite, die spendet irgendwas mit Vape oder Dampf oder Nebel? Und ich habe gesagt, ja, ist scheinbar meine Hut. Die gehen da ein bisschen ab. War ein bisschen stolz. Also vielen Dank dafür. Cool. Und letztes Wochenende habe ich noch einen Stream gemacht und zwar das Knowledge Camp. Das ist eine Veranstaltung vom Hackspace Saarbrücken. Oder sagt man Hackerspace? Hackspace, Hackerspace. Also eine Vereinigung von Leuten, die furchtbar viel Bock auf Technik haben und habe ich gerade gespuckt? Schneide ich auch nicht. Bring noch einen Schluck Bier. Von Leuten, die Bock auf Technik haben und sich zum Basteln und einfach zum Hacken zusammenfinden. Und die machen eine unregelmäßig stattfindende Veranstaltung, das Knowledge Camp, wo Vorträge gehalten werden. Das kann sehr, sehr hart technisch werden. Also echt Dinge, wo ich dann auch nach 5 Minuten aussteige und sage, ich peile hier nichts mehr. Aber es kommt auch Zeug dazu, was einfach zu verstehen ist, wenn es um Technik geht. Und es gab einen Vortrag zum Beispiel darüber, wie man anständig
Brot backt mit eigenem selbstgemachten Sauerteig, den man selbst zu Hause züchten kann und so. Und das ist einfach sehr interessant. Und da habe ich halt einen Stream organisiert. Also das war halt auch irgendwie nochmal so ein bisschen Stress. Die Woche davor war ich auf der Hall of Vape. In Hamburg war die. Und ich war ein bisschen hart begeistert, muss ich sagen. Weil ich war jetzt dieses Jahr auf ein paar Messen und aufgrund der sehr, sehr miesen Berichterstattung, die wir gerade in den Medien haben, war auf den Messen echt nicht viel los. Es waren, viele Messen waren enttäuschend. Sie waren mal besser, mal schlechter organisiert, aber was die Besucherzahlen angeht, war es echt mau. Und dementsprechend war halt auch die Stimmung unter den Händlern und so mau. Hall of Vape Hamburg hat das alles irgendwie nochmal rausgerissen. Es war so knackevoll samstags. Geil, die Stimmung war großartig, die Messe war halt organisiert wie eine Messe, wenn IRA das organisiert. Das heißt, dir fällt überhaupt nicht auf, dass irgendwas sein könnte. Es gibt nichts, was stört. Es gibt nur Sachen, die gut ablaufen. Ja, IRA hat's halt drauf. Und ich war einfach so eingeladen auf die Messe. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Also in Braunschweig war es auch so, da wurde mir ein Hotelzimmer bezahlt und ich hatte so freien Eintritt und VIP-Kram. Aber da habe ich halt auch 2 Tage lang gearbeitet, weil ich den Stream da gemacht habe von Dampfsport-Dojo. Und in Hamburg hatte ich eigentlich nichts zu tun. Also ich habe einfach ein bisschen die Messe genossen. Es war cool, Zuschauerinnen, Zuschauer zu treffen, mit denen labern zu können. YouTube-Kollegen zu treffen, das ist halt das Geile an Messen. Okay, ich hab ein bisschen gekauft. Und das habe ich jetzt viele Messen lang nicht gemacht. Ich hab den Flashy. Ich habe meinen ersten eigenen Flashy Vapor. 4-5-S oder wie der heißt. Ich hatte noch nie einen. Ich bin seit 11 Jahren Dampfer. Ich hatte noch nie einen Flashy Vapor. Und ich kam auf die Messe und an der Bühne saß Doomsplasher mit seiner ersten selbstgebauten Pfeife. Das Ding ist halt so dick wie eine Wade aus Holz. Da ist irgendeine abgefahrene Akkutechnik drin und da drauf saß ein Flashy. Und er meinte, probier mal. Das erste Erstaunliche war, die Pfeife, die er gebaut hat, liegt, obwohl sie riesengroß ist, super gut in der Hand. Sehr, sehr angenehmes Teil. Und ich ziehe da dran und ziehe, ich glaube nicht, dass ich zum ersten Mal einen Flashy ziehe, aber er hatte ein geiles Liquid drin, es hat alles genauso gepasst. Ich fand es geil, diese fette Pfeife in der Hand zu haben und da dran zu ziehen und dachte so, ja, ich gehe mir jetzt sofort einkaufen. Ich will diesen MTLer. Ich wollte die ganze Zeit keine MTLer, ich hatte da nicht so richtig Bock drauf. Und als ich an dem gezogen habe, dachte ich, das ist genau das, was ich will. Das macht so ein schönes blubberndes Ding, das hat einen geilen Geschmack. Also ein durchweg cooles Teil. MTL mache ich dann zwischendurch. Ich will das nicht immer. Aber es hat sowas Gemütliches und sowas Schmauriges. Und wenn man dann so einen hat, der blubbert wie eine alte Harley, wenn man dran zieht, das ist einfach cool. Das hat mir gefallen. Ja, jetzt habe ich einen Flashy. Das ist vor allem das, was ich von der Hall of Vape mitgebracht habe. Ich habe noch ein paar Sachen mehr. Ich glaube, wir probieren nachher noch ein Liquid, was ich mitgebracht habe. Aber ja. Das war so die Hall of Vape. Das war durchgehend eine geile Veranstaltung. Wenn ihr sehen wollt, wie das denn so war, geht zum Kanal Vapes and Investigation. Simon hat ein sehr großartiges Video hochgeladen, in dem wir auch noch ein Schlussfazit von einer Stunde oder so im Auto ziehen, bei kompletter Dunkelheit auf dem Weg zurück. Ich war von der Hall of Vape restlos begeistert. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich muss da zwischendurch da mal so drauf gucken. Also,
jetzt nicht so Notizenart, dass ich hier jetzt stehen habe, dass ich die Hall of Vape gut finde, sondern da stand jetzt halt einfach nur Hall of Vape. Damit ich irgendwann habe, wie ich durch so ein Video durchkomme. Abomat, Fragezeichen steht da. Das haben einige gefragt, denn der Abomat ist weg. Also das war dieser kleine Roboter, der da hinten stand, da und mit Winken anfängt, sobald ein neues Abo reinkommt. Und mein Abomat ist nicht kaputt, aber er ist dysfunktional. Und das liegt jetzt nicht an dem Gerät selbst, sondern es liegt halt leider an YouTube. YouTube hat angefangen, die Abozahlen zu runden. Und bei mir sieht es so aus, also ich habe momentan 23.700 irgendwas Abos. Und wenn ich diese Zahl abrufe, bleibt die bei 23.700. Nicht 701 und nicht 699, immer genau 700, bis es 800 sind und dann steht da 800. Das heißt, der Abomat winkt noch alle 100 Abos. Und das fand ich Quark, weil 100 Abos, das dauert bei mir sehr lange. Also aktuell vor allen Dingen. Ich mache ja wenig Content und dann dauert das halt einfach. Und dann dachte ich so, nee, das ist doof. Und ich will auch nicht immer diese gerundete Zahl auf dem Abomat lesen. Ich baue den jetzt ab und ich denke mir irgendwas anderes zu aus. Ich hatte ihn beim Knowledge Camp mit dabei. Da hat das wunderbar funktioniert. Da haben wir zwar nur 40 Abos dazu gekriegt, aber das ist für einen Kanal, der vorher 70 Abos hatte, schon eine Menge. Achso, die Videos zum Knowledge Camp verlinke ich euch übrigens hier unten. Da könnt ihr euch den Stream nochmal angucken. Ja, was war noch? MTL. Ich habe vor ewiger Zeit schon einen neuen Verdampfer gekriegt. Und zwar den hier. Das ist der Steamgrave Glass Mini. Ihr erinnert euch vielleicht an den Glass RTA. Das war ein super fetter Verdampfer von Steamgrave, der zwar sehr gut schmeckt, aber halt einfach in der Bauform meiner Meinung nach viel zu groß war, dafür, dass so wenig Liquid reingepasst hat. Die Besonderheit beim Glass ist eigentlich, dass die Glocke, die über der Wicklung ist, aus Glas ist. Und einige haben gesagt, davon verspricht man sich einen besonders guten Geschmack. So, jetzt hat mich dieses Teil hier erreicht. Das ist ein 22 mm breiter Verdampfer und er ist auf MTL ausgelegt. Ich zieh mal. Also, dieses MTL-Experiment hat Steamgrave ja schon mal gemacht, und zwar beim Aromamesser Light. Das ging komplett in die Buchse. Ich mag den Aromamesser Light, aber wenn er eins nicht kann, dann ist es MTL. Das Ding funktioniert mit MTL nicht. Das hier ist ein echter MTLer. Aber hier ist die Airflow. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die offen ist. Das Ding ist, es funktioniert wirklich nur auf der größten Einstellung wirklich gut. Denn MTL ist ja immer so eine Kombination aus Luft geht irgendwo rein und Luft muss irgendwo nochmal raus. Und wenn der Einlass klein ist, aber der Auslass groß, dann funktioniert das Prinzip MTL nicht mehr. Denn hier unten wird dann eine Menge Druck aufgebaut, der kommt aber in der Kammer nicht an, weil der Auslass dort zu groß ist. Und diese Einstellung, wie sie jetzt hier ist, entspricht der durchgehenden Einstellung in der Kammer. Erkläre ich das so, dass man es versteht? Also, ich finde, er funktioniert nur auf der größten Einstellung gut. Man kann den super klein drehen und dann ist er auch wirklich fast dicht. Und das fände ich saugeil. Aber dadurch, dass da drin kein anständiger Luftstrom zustande kommt, flasht er halt wie die Sau. Und das macht mir keinen Spaß. Also, eigentlich wollte ich gar nicht so viel über den erzählen. Ich finde den schick. Da passen 2,5 Milliliter, glaube ich, in den Tank. Was
für mich, wenn es um MTL geht, eigentlich immer genug ist. Und er ist Edelstahl, er ist sehr schlicht gehalten. Ich finde den schön. Der hat so was Oldschooliges. Und ich finde es bei dem jetzt auch gar nicht schlimm, dass man bis zur Wicklung gucken kann. Denn das, ja, das ist alles ambient genug, als dass es ekelhaft aussehen wird, wenn es da drin nicht mehr gut aussieht. Deswegen hat er mir gefallen und ich wollte den unbedingt nutzen. Ich habe momentan eine Standard-Coil drin. Also einfach nur ein Rundrad. Und leider muss ich sagen, er könnte geschmacklich ein bisschen geiler sein. Ich habe von Enigma Clouds noch MTL-Coils hier und die werde ich testen. Die werde ich demnächst mal verbauen und bin dann gespannt, wie das so läuft, ob dann der Geschmack ein bisschen geiler wird. Das ist jetzt nicht so, als würde er schlecht schmecken, aber er schmeckt ein bisschen wenig. Könnten mehr kommen. Ich habe da jetzt gerade von Tom Clarks die Christmas Edition drin. Und zwar ist das eine Flasche, die habe ich vor, ich glaube, 4 Jahren oder so bei InTaste in Neunkirchen gekauft. Und bewahre die auf und kipp da halt immer noch mal nach. Denn ich stehe so dermaßen auf solche Flaschen. Und das schmeckt da drin gut, aber es könnte intensiver schmecken. Mir fehlt da so ein bisschen was. Aber Kacke ist es nicht. Das Ding, ich mag halt solche kleinen Kombis. Ich finde es schick. Und so sehr ich DL mag, sowas hier ist halt für zum Ausgehen geil, fürs Büro geil, zum Einkaufen gehen geil. Ich finde solche kleinen Kombis einfach toll. Jetzt hatte ich aber auch folgendes Problem. Ich wollte das auf einen iStick Pico schrauben, weil ich das auch immer noch einen sehr, sehr hübschen, schlichten Akkuträger finde. Aber mein iStick Pico sah aus wie Arsch. Also ohne Witze. Der ist jetzt auch ein paar Jahre alt. Und der hat so eine Klarlackierung über dem Metall gehabt. Das sah so ein bisschen aus nach einer Zeit wie, ich habe hier den Wismac, wie heißt der? So lange her, dass ich den gekauft habe. Noisy Cricket V2. Und wenn man sich das hier mal anguckt, das ist eigentlich ein Gerät, was einfach nur Stainless sein soll. Und es gibt hier diese Beschichtung drüber und die sieht mit der Zeit aus wie Arsch. Das ist nicht geil. Das ist meine zweite Noisy Cricket, die so aussieht. Uncool. Und ganz ähnlich sah halt auch dieser iStick Pico aus. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Ja, so sah das gute Teil aus. Also einfach nicht schön. Und dann dachte ich mir, ich probiere was aus. Habe das Ding auseinandergeschraubt. Ist so, die hat hier oben und unten zwei Schrauben. Die kann man einfach rausdrehen. Völlig problemlos. Und dann geht das Gerät auseinander und ihr könnt das Innenleben rausziehen. So sah das aus, nachdem ich das Innenleben rausgenommen habe. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Also da muss man nicht groß für basteln. Habe Folgendes gemacht. Ich habe hier solche Pads. Gibt es im Baumarkt. Kost, weiß ich nicht, eine Mark oder was. Billig. Kann man sich einfach so kaufen und ich habe das Gehäuse komplett blank geschliffen damit. Das war eine Aktion von vielleicht 15 Minuten und ja, so sah das vorher aus und so sah das nachher aus. Das wird wieder richtig schick. Also nochmal, vorher, nachher. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Das sieht nicht mehr schmockig aus, so wie vorher. Ja, das war das Ergebnis der Box, so wie ich sie jetzt in der Hand habe. Alte Version, neue Version. Und das alles halt für eine Viertelstunde Aufwand.
Fand ich sehr fair. Zumal ich gemerkt habe, es lohnt sich, zwischendurch die Geräte einfach mal aufzuschrauben und reinzugucken. Denn ich habe hier noch ein Bild, das ist was für Hartgesottene. Das hier ist zum Beispiel die Unterseite, nachdem ich sie abgeschraubt habe. Mit der Zeit sammelt sich halt einfach eine Menge Schmockes in diesen Dingern, weil man hat das in den Taschen und dann, ja, da gibt's halt Spalte, wo Dreck reinkommt und das ist halt dann auch echt nicht mehr schick. Auch sowas einfach mal ausbauen, sauber machen und man hat direkt halt wieder ein schickes Teil. Das wollte ich über meine Pico erzählen. Also, oder wie ich dazu kam, meine Pico sauber zu machen, nämlich weil ich diesen Verdampfer hier unbedingt draufschrauben wollte. Und jetzt habe ich wieder eine Pico, die quasi aussieht wie am ersten Tag. Ich weiß noch nicht, wie lange sich das halten wird. Ob das anfängt zu rosten oder sonst irgendwas. Aus welchem Grund die diesen Klarlack da überhaupt drüber ziehen, weil der macht nichts besser. Mein. Das Ding riecht auch nicht nach Metall oder so. Das war. Nach dem Abschleifen hat es halt so ein bisschen nach Metall gerochen, aber das hat aufgehört. Und ich wüsste nicht, warum man dieses Teil hier mit Klarlack überziehen sollte, anschließend aussieht wie Scheiße. Und ich werde diesen Noisy Cricket hier genau noch so auseinanderbauen und mal wieder schick machen. Weil das sind beides Geräte, die ich super cool finde und die ich schon lange nicht mehr in der Hand hatte, weil sie halt einfach mies aussehen. Jo. Prost. Ich glaube, alles, was ansonsten Hardware angeht, spare ich mir irgendwie für ein nächstes Mal, wenn es denn ein nächstes Mal gibt. Aber ich wollte gern noch. Wow. Ich mache mit meinem Stream Deck hier anscheinend Eingaben. Ist egal. Ja, ich wollte gerne noch ein Liquid probieren, was ich von der Hall of Fame mitgebracht habe. Und zwar Diddy's Diamond. Sind drei verschiedene, von denen ich mir nicht merken kann, was was ist. Ich fange schon mal an zu bewarten. Ich drücke mal auf Pause. Ich habe einen Pauseknopf, den ich drücken kann. Und der rettet mich dann immer in so Momenten, wo ich dann so denke, was soll ich denn jetzt sagen? Also, bis jetzt. Das ist ja das erste Experiment dieser Art. Und ich weiß noch nicht, wie ich mich damit fühle, so eine Art Vlog aufzuzeichnen. Vielleicht bleibt es auch der erste seiner Art. Ich guck mal. Also. Zuerst habe ich gedacht, ich bin sehr neidisch auf die Leute, die live gehen. Denn die hocken sich hin, schalten an, dann kommt das Publikum, dann guckt es zu. Nach einer Stunde ist der Zauber vorbei, dann schaltet man aus und das war's. Keine Thumbnails bauen, nichts schnibbeln, nicht mal irgendwas von der SD-Karte von A nach B übertragen. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich hier auch mehr live machen. Und nee, ich glaube, das sollte ich nicht, denn Live-Formate haben wir mittlerweile ohne Ende. Und das ist auch cool. Also ich mag Live-Formate und ihr trefft mich super oft auf Twitch in irgendwelchen Chats, in irgendwelchen Streams, denen ich beiwohne und gern zugucke. Ich mag Live. Aber ich finde, es gibt genug Livestreams. Jeder Abend ist voll mit ein, zwei, drei Livestreams, die man sich angucken kann, die man besuchen kann. Und was mir daran nicht gefällt, ist, ich finde, Livestreams lassen sich nicht gut im Nachhinein schauen. Außer man macht es zum Beispiel so, wie Grim Green das macht. Grim Green interagiert kaum mit dem Publikum. Er liest zwischendurch die Superchats vor, aber ansonsten zieht er halt einfach sein Ding durch. Ich finde, das ist ganz gut schaubar. Aber ein Livestream, bei dem ein Chat die ganze Zeit mitläuft und ich wäre jetzt halt so ein Typ, ich könnte nicht aufhören, diesen Chat zu lesen, finde ich, funktioniert für hinterher nicht mehr gut. Also dachte ich, mache ich halt einfach so ein Laberformat, was so ein bisschen vlogmäßig ist. Jetzt einmal als Test.
Rastet bitte noch nicht aus. Ey, ich habe hier Liquids Diddy's Diamond. Ich soll es andersrum halten. Die hat mir Diddy in die Hand gedrückt. Es sind keine Liquids, es sind Aromen. Und entworfen wurden die, kreiert wohl von Goran, von Kapkas Flavors. Ja, die hat sie mir in die Hand gedrückt und ich dachte, dann kann ich es auch schon mal ausprobieren. Gestaltung finde ich sehr erwachsen, das gefällt mir. Ich finde, wir brauchen mehr, was erwachsen ist. Und das haben wir in dem Fall, auf jeden Fall. Das ist sehr gelungen. Zwei Sachen, die da mir daran nicht gefallen ist. Ja gut, zum einen, es sind Chubbies. Ich mag keine Chubbies. Ja. Es gibt keine Refills. Ich mag keine Chubbies. Kein Rant mehr drüber. Aber was mir auch nicht gefällt ist, es steht halt einfach nur vorne groß drauf 48 Karats. Und da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Bezug nach, was schmeckt's. Sie haben es hier an die Seite geschrieben. Also hier so in kleinen steht dann doch Fruity Mojito. Von daher schon okay. Also es ist jetzt nicht so, als könnte man es gar nicht rausfinden, aber so zum direkt greifen ist es schwierig. Und ich finde, es ist schwierig, über solche Liquids zu reden. Weil mir würde niemals einfallen, mir gefällt das 48 Karat am besten. Das ist kein griffiger Name. Aber es ist jetzt Quark. Pass auf. Wir testen einfach eins. Und ich mische die jetzt so in meinen Händen ein bisschen hin und her. Und nehme das hier und weißt du nicht, was es ist. Es ist 127 Karat. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, weil ich kann es nicht merken. Frozen Green Tea with Lemon and Pineapple Juice. Also gefrorener Grüntee mit Limone, also Limette und Ananassaft. Ananas finde ich geil. Grüntee, Frozen auch. Limette, immer gut. Also abwarten. Das Ding ist, Goran hat sie gemacht und Goran kann das ja. Ne? Das Ganze auf dem Drop Solo. Er immer schlechter zugeht und dessen Ohrringe auch langsam kaputt gehen. Ich habe schon mal gesagt, ich will eigentlich einen neuen Single-Coil-RDA mal haben und da kamen auch Vorschläge, aber ich habe bis heute nichts davon realisiert. Er schmeckt auch immer noch geil. Aber ich könnte mal was Neues haben. Okay. Gehen wir auf sparsame 50 Watt. Und ich sag mal, Prost quasi. Das ist gut kalt. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich habe es nicht mit Culada. Das, was da gerade geschmacklich kam, ist geil. Aber ich muss das jetzt nochmal machen. Moment. Das drückt. Das Grüntee? Ja, da ist Grüntee drin. Ich muss mich an Culada immer erst gewöhnen, vor allem wenn es so direkt aus dem Tröpfler auf die Glocke kommt. Das klingelt in den Ohren, leck mich am Arsch. Komme ich mit klar. Also. Was neben dem, das ist für mich persönlich sehr kalt ist, als jemand, der sich schon ewig kein Culada mehr gegeben hat, weil ich persönlich bin kein Culada-Fan. Es ist schon irgendwie ganz cool, aber ich brauche das Zeug nicht. Auffällt ist
die Saftigkeit von diesem Zeug. Ich glaube, das mit dem Ananassaft ist irgendwie wörtlich zu nehmen. Es schmeckt saftig. So weniger wie eine frische Ananas, sondern mehr wie eine Dosenananas. So eine gezuckerte Dosenananas. Apropos gezuckert. Ich glaube, die Sachen sind sucralosefrei. Das steht hier auch noch irgendwo. Sucralose-free. Für die, die es interessiert. Mich persönlich interessiert es ja nicht immer so. Aber es gibt ja Leute, die interessiert das. Das gefällt mir gut. Bis darauf, dass ich mich zusammenreißen musste, nicht zu husten. Also die Ananas, super saftig. Insgesamt das zunächst mal sehr intensiv, also geschmacklich sehr, sehr intensiv. Und der Grüntee macht es weniger pappig, was diese Ananas angeht. Das ist eine gelungene Mischung aus was Ernsthaftem, das auch so ein bisschen auf der Zunge bleibt, also ganz leicht bitter plus süße Ananas. Das ist lecker. Was die Limette angeht, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich hätte auch nicht vermutet, dass eine drin ist. Aber das macht wahrscheinlich auch ein Stück von dieser Saftigkeit aus. Weil Ananas alleine wäre ja auch einfach nur hart süß. Sauer ist es nicht. Aber ich finde es sehr gelungen. Was witzig ist, das ist das Einzige, was ich noch nicht probiert habe. Also hier war ich jetzt wirklich, was den Geschmack angeht, neu dran. Dann gibt es noch das 23 Karat. Das ist... Ich stelle das mal zur Seite, das ziehe ich da nochmal dran. Das haut mir die Lunge durch, leck mir am Arsch. Ice Cream Cheesecake dipped in Strawberry Milkshake. Also ein Käsekuchen, den man in Erdbeermilch getunkt hat. Ist meiner Meinung nach das Beste, was dabei ist. Sehr, sehr lecker. Relativ wenig Erdbeere. So im Lackcheck ist es viel Erdbeere, finde ich. Ja. Aber beim Dampfen, was mir da vor allem aufgefallen ist, ist, es ist ein perfekter Käsekuchen. Eine super geile Kruste. Das, was ich sehr, sehr oft bei Cheesecakes vermisse, weil es dann New York Cheesecakes sind. Und denen fehlt halt diese Kruste, sodass es schmeckt, wie es bei Oma gerochen hat, wenn sie frischen Käsekuchen gemacht hat. Genau das hat dieses 23 Karat drauf. Das finde ich sehr geil. Und das 48 Karat ist ein Fruity Mojito. Kann ich überhaupt nicht dampfen. Ich mag keine Mojitos. Ich finde, Mojito ist ein Getränk, was nach einem nassen Lappen schmeckt. Das hier ist gut getroffen und wer Mojitos mag, wird das auch mögen. Aber ich persönlich mag das überhaupt nicht. Nicht meins. Aber interessant, dass Didi hat eine Kollektion. Also guckt euch das mal an. Ich würde es nach wie vor schade finden, dass ich jetzt nichts kaufen kann, um das nachzufüllen. Ja, da bleibt halt einfach so. I'm sorry about that, aber trotzdem, ich finde die Linie gelungen. Oh. Dampfen ohne Colada ist einfach wundervoll. Ich traue diesem Zeug irgendwie nicht, das ist komisch. Ja,
Also im Großen und Ganzen war es das, glaube ich. Es war ein Versuch und ich würde gern von euch hören, ob ich das öfter tun soll. Weil das war jetzt recht einfach. Ich meine, ich muss das hier auch erstmal alles einrichten und es muss halt laufen. Aber mich würde eure Meinung interessieren, mich würden Themenvorschläge interessieren. Ich meine, es geht einem so schnell nichts aus, weil es liegt halt noch eine Menge Hardware hier rum, die ich halt mal schnell so in die Kamera halten kann. Und ich finde, man braucht nicht immer für alles ein Detail-Review, weil man von vielem halt auch einfach schon weiß, wie es funktioniert. Das war jetzt, ich meine, Detail war jetzt hier gar nicht dabei. Vielleicht sollte ich auch bei einigen mehr ins Detail gehen. Da könnt ihr mir mal schreiben, ob ich nicht irgendwas, ein so Deep Dive vorstellen sollte, was so einen Verdampfer angeht. Oder mehr Liquids testen. Oder ob ich es vielleicht auch bleiben lassen sollte und sollte halt einfach nochmal meine Videos machen, wie ich sie bisher gemacht habe. Ja, das war's. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ihr drückt auf den Abo-Button, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr drückt auf die Glocke, wenn ihr da Bock drauf habt. Daumen hoch oder runter, würde mich sehr freuen. Hier unten ist das Feld, um Zeug reinzuschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer das Format sein wird. Bis dann, ich drücke jetzt auf den Outro-Knopf und dann kommt das Outro. Tschüss!